Wenn wir eine Panne haben, dann rufen wir den ADAC. Doch was macht der ADAC, wenn er selbst eine Panne hat? Und ich würde mal sagen, die neue Landingpage vom ADAC hat definitiv eine Panne. Und ja, da springe ich mal schnell in die Rolle des gelben Engel und wirf mal einen Blick unter die Motorhaube. Und vermutlich wird es genauso sein, wie es eben immer ist. Es wird nur eine Kleinigkeit sein. Eine Kleinigkeit, die aber alles lahmlegt und am Ende des Tages richtig Geld kosten wird. Mein Name ist Kai Radonitsch, ich bin Informatiker bei der Münchner Strategieberatung eBusiness Lab und herzlich willkommen zur Conversion Klinik. Neue Produkte einzuführen ist eine finanzintensive Herausforderung für alle Unternehmen. Und wenn wir diese neuen Produkte einführen, dann wollen wir sie natürlich auch digital begleiten mit Kampagnen und Aktionen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Begleiter, der uns da ein bisschen unterstützt, um besser zu verstehen, wie wir hier herangehen können. Ein Schutzengel sozusagen, ein gelber Engel, nämlich der ADAC. Und der ADAC hat hier diesen Banner geschalten, schauen wir uns das gleich mal an. Neu, die Bannenhilfe für zu Hause, der ADAC Zuhause Schutzbrief. Sehr interessant, wir nutzen also eine bestehende Marke oder etwas, was in den Köpfen der Besucher vorhanden ist, nämlich der Schutzbrief und lassen den dann auf unser neues Produkt abstrahlen. Ganz gut gemacht, sie nutzen nicht mal das Logo dafür, ja, gute Idee eigentlich. Springen wir gleich direkt auf die Landingpage und hier sehen wir schon die gute Wiedererkennung durch das Bild, das auf dem Banner gezeigt worden ist, der neue Zuhause Schutzbrief. Oh je, jetzt kann ich es gar nicht lesen, denn hier kommt mir schon die neue Preisinformation hier mit rein. Was würde ich sagen? Der ADAC hat ja im Wesentlichen ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Es gibt fast keine wirklich ernstzunehmenden Wettbewerber. Und auch die Zielgruppe ist einzigartig. Ich glaube, das würde sich jedes Unternehmen wünschen. Die Zielgruppe hauptsächlich, das sind natürlich, und das können wir ziemlich sicher festlegen, Bewahrer. Denjenigen Menschen, denen Sicherheit ganz wichtig und wesentlich ist. Nicht unbedingt der finanzielle Vorteil. Ja, wenn ich mir eine Zusatzversicherung nehme, für welche Themenbereiche auch immer, dann ist mir nicht unbedingt das Geld wichtig, sondern eher dieser Gedanke, dieses Gefühl, in Sicherheit zu sein. Und das würden wir eigentlich oder sollte man hier auf dieser Landingpage nutzen. Wir sprechen von den sogenannten Motivationsfaktoren der Zielgruppe, wie Sie sicherlich wissen. Schauen wir uns mal weiter an, wie der ADAC hier vorgeht. Also, statt dem Preis würde man vielleicht besser anzeigen, dass der neue Zuhause-Schutzbrief hier aktiv ist. Die Bannenhilfe vom ADAC, jetzt auch für Ihr Zuhause. Gut gemacht. Bei Notfällen in Ihrem Zuhause organisieren wir sehen schon, wenn man diesen Text sich ansieht, hier ist etwas gefettet, organisieren, lesen wir nur mal den fetten Text, organisieren qualifiziertes Handwerkernetzwerk, hilft Kosten, starke Hilfe zum Greifen nah, wann immer Sie uns brauchen. Hätten wir vielleicht ein bisschen Optimierungspotenzial, gerade beim ersten Einleitungssatz wissen wir ja, jetzt geht es darauf, wirklich die Gedanken in dem Kurzzeitgedächtnis der Besucher zu verändern. Das könnten wir eigentlich hier machen. Was ist im Wesentlichen wichtig aus dieser Aussage? Vermutlich, bei Notfällen Ihrem Zuhause organisieren wir qualifizierten Handwerker, Kosten übernehmen wir. Das hätte gefettet gehört, meiner Meinung nach. Ja, wir sehen schon, hier können wir schnell rangehen, aber wir merken es uns, ADAC hat eine gute Agentur, gute Textagenturen und das wird sicherlich alles vernünftig funktionieren. Das finden Sie auf dieser Seite, klappt sich hier aus, man hat es ganz kurz gesehen, ja, es wird dann auch mitgescrollt, 24/7 Erreichbarkeit für die ganze Familie, qualifizierten Handwerker, perfekt. Und schon im schnellen Scrollen sehen wir das, auch das hier, ja, sehr gut gemacht. Wir sprechen direkt die Probleme an. Ein Rohr verstopft, die Waschmaschine streikt, die Heizung bleibt kalt, ich habe mich ausgesperrt oder Wespen blockieren oder bevölkern meinen Rollladenkasten. Ist das nicht wunderbar? Da haben wir sofort die Bilder im Kopf und genau so wird kommuniziert. Wunderbar gemacht, tolle Sache. Also scrollen wir ein bisschen weiter, weil das Interesse wurde geweckt. Jetzt schaue ich mir das da weiter an, die Leistungen für zu Hause. Ich merke schon, ich scroll mal zurück rauf. Irgendwie springt die Seite eigenartig. Ja, und das, hier haben wir schon vermutlich das Problem. Hier, das finden Sie auf dieser Seite, dieses kleine Modul, je nachdem, ob man rauf oder runter scrollt, klappt sich ein oder aus. Na, das ist also ungeschickt, dadurch wird der gesamte Text nicht lesbar. Unglaublich. Schade drum.
Top-Arbeit eigentlich zunichte gemacht, nur durch diesen kleinen Fehler. Gehen wir mal in dieses Dropdown oder in diesen Akkordeon rein. Hier wird alles nochmal erklärt, die Wespenentfernung, die Rohrreinigung und so weiter. Ich klicke drauf, ich möchte mir die Wespen ansehen, ich scrolle zurück und sofort reagiert oben wieder dieses JavaScript und verhagelt mir komplett meine schöne Website, meine Kommunikation mit dem Kunden. Es wäre so, als würde permanent die Internetverbindung abbrechen. Was sehen wir hier jetzt da letztendlich aus dieser Möglichkeit? Wunderschön gemachte Seite, intelligent gemachte Seite, schlau gemachte Seite, die unglücklicherweise durch einen klitzekleinen technischen Fehler unlesbar wird. Im Neuromarketing oder in der Usability würden wir von der sogenannten Zugänglichkeit sprechen. Wir sehen es also hier bei dieser Seite, ich komme einfach nicht an die Informationen ran. Und diese Zugänglichkeit schafft natürlich Vertrauen. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann komme ich in so einen Teilbereich Ambiguitätseffekt, Ambiguity-Effekt, würde man das dann im Neuromarketing oder in diesen Behavioral Patterns nennen. Manchmal ist das auch als Ellsberg-Paradoxon für die Profis unter Ihnen bezeichnet. Geht ein bisschen weiter weg, aber in diesem Fall nur für die Anwendung, die wir es hier brauchen. Wichtig ist nämlich, wir müssen den Menschen das Gefühl geben, dass sie den Zugang zu allen diesen Informationen hätten. Und wenn wir da herumspringen, dann kommt so etwas, sagen wir mal so, in der Spieltheorie hätten wir unter Umständen oder auch in der Entscheidungstheorie das Phänomen der feindlichen Umgebung. Das würden wir dann so nennen. Das heißt also, der Besucher kommt in eine Umgebung von einem Anbieter, in dem Fall der ADAC, und der ADAC versucht möglichst eine feindliche oder eine nicht optimale Umgebung zu bauen, und das bewirkt dann letztendlich beim Besucher, dass der sich denkt, hier ist es nicht gut, hier ist es gefährlich, hier kann ich nichts kaufen. Und wir in der Conversion-Optimierung setzen natürlich alles daran, und auch die Kollegen von ADAC haben das ja mit den ganzen Texten und den Inhalten so gemacht, dass hier ein großes Vertrauen aufgebaut wird, dass ich auf die Entscheidungsmotivatoren meiner Zielgruppe eingehe und letztendlich hier diese Conversion und diesen Zuhause-Schutzbrief berechnen lassen kann, mal als erste Conversion, und dann vielleicht das Ganze auch online abschließen kann. Ja, wir schaffen also ein Habitat, eine Umgebung, die nicht feindlich ist, sondern freundlich und willkommen. Und das ist unsere Hauptidee letztendlich, die wir hier im Hintergrund haben. Ja, was können wir uns jetzt aus diesem Beispiel vom ADAC mitnehmen? Ich glaube, es sind drei Dinge, die sehr schnell aufgefallen sind. Zum einen die klare Botschaft an die Entscheidungsmotivatoren. Ich erinnere an dieses Zeichen oben mit dem Preis, dass wir den Preis einblenden und dadurch die wichtige Botschaft, nämlich dieser Zuhause-Schutzbrief, diese Marke strahlt nicht ab und ich überdecke sie, obwohl die Zielgruppe eigentlich auf Sicherheit und Bewahrertum ist. Ist jetzt meine Annahme, muss nicht stimmen, aber für diejenigen unter Ihnen, die Ihre Zielgruppe genau kennen, denken Sie daran, die Entscheidungsmotivatoren hier richtig anzusprechen. Was können wir uns noch mitnehmen? Die bildhafte Sprache, die Wespen im Rollladen, das verstopfte Rohr oder die ich habe mich ausgesperrt. Eine Situation, die sofort Bilder erzeugt. Wunderbar gemacht. Ja, sehr schön. Und als letztes, der Tipp, die technische Überprüfung. Ein einziges Mal die Seite rauf und runter scrollen, sich einfach nur ansehen, sieht das auf den verschiedenen Devices auch so aus, wie wir es uns vorgestellt haben. Dafür gibt es auch technische Werkzeuge, Browser Stack beispielsweise wäre so etwas, ich habe jetzt nichts davon, ich sage es Ihnen nur, es gibt noch viele andere, das gibt man einfach mal die Webseite rein und lässt sich dann Screenshots generieren, wie das aussehen würde. In dem Fall könnt ihr mit Browser Stack eigentlich auch wenig anfangen. Ja, und was würden die Helfer vom ADAC am Ende immer sagen? Sind Sie denn schon Mitglied bei uns? Sind Sie denn auch schon im Kreis der Online-Marketing-Experten beziehungsweise derjenigen Online-Marketing-Manager, die solche Landing-Pages schnell analysieren können und die ein Blick unter die Motorhaube genügt? Ich blende Ihnen hier mal ganz kurz eine URL ein von einem Vorgehensmodell, wie man Landing-Pages besser oder schneller abnehmen kann und die Zusammenarbeit mit Agenturen einfacher gestalten kann. Ja, Landingpage-Optimierung ist natürlich nie zu Ende und man kann immer wieder Neues machen. Ich habe Ihnen hier noch zwei weitere Videos eingeblendet, die weitere interessante Fallbeispiele beinhalten. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin, Servus.